Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Sven Hedin. Gerettet. In der Ferne entdecke ich die dunkle Waldlinie eines Flussufers. Sie wird immer deutlicher. Dort steht ein dichtes Gebüsch von Sträuchern und Schilf, und eine halb umgefallene Pappel liegt schräg über einer Vertiefung im Flussbett. Da fliegt pfeilschnell eine aufgescheuchte Wildente mit pfeifendem Flügelschlag auf. Ich höre ein Plätschern, und im nächsten Augenblick stehe ich am Rande eines kaum 20 Meter langen Tümpels mit frischem, kaltem, herrlichem Wasser. Ich zog die Blechbüchse aus der Tasche, füllte sie und trank. Wie dieser Trunk schmeckte, kann sich keiner vorstellen, der nicht selbst nahe daran gewesen ist, vor Durst zu sterben. Ich führte den Becher ruhig, ganz ruhig an die Lippen und trank, trank, trank. Nie hatte der edelste Wein besser geschmeckt. Ich fühlte, wie mit diesem herrlichen Wasser das Leben wiederkehrte, wie es in alle Gefäße und Gewebe des Körpers eindrang, die die lebensspendende Flüssigkeit wie ein ausgetrockneter Schwamm einsogen. Der Puls schlug wieder kräftig. Das Blut, das eben noch so träge und dick gewesen, dass es kaum durch die Haargefäße kommen konnte, strömte wieder leicht durch die Adern. Die Hände, die eingeschrumpft, trocken und so hart wie Holz gewesen waren, schwollen wieder an, und die Haut wurde wieder feucht und geschmeidig. Es war ein feierlicher Augenblick.